Hallo und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier zu einem weiteren, endlich mal wieder, Fundcast. Na, egal, es ist einfach ein Video mit einem super Gesprächspartner, auf den ich mich sehr freue. Du sitzt gerade wo, lieber Reinhard Schlossnagel? In Wien, in Home-Quarantäne? Genau, hallo Jan, freue mich, dass wir wieder mal miteinander sprechen. Ja. Ich sitze gerade im Homeoffice, wie viele von uns, in Wien. Und ja, freue mich heute auf ein bisschen Austausch zum Thema Face-to-Face. Genau, du bringst mir den Ball wieder zurück, face to face. Du bist Geschäftsführer und Mitinhaber von den Formonauts. Für diejenigen, die jetzt Formonauts noch nicht kennen, kannst du das in drei Sätzen zusammenfassen? Was macht ihr da genau? In nur drei Sätzen. Oh, ja. Das ist schwierig, weil Face-to-Face-Anwälte wollen ja immer viel sprechen. Aber ich bemühe mich, es kurz zu machen. Wir sind eine digitale Face-to-Face-Company. Das heißt, wir machen Face-to-Face-Software für Hilfsorganisationen und deren Dienstleister. Und die Themengebiete sind natürlich von der Datenerfassung am Tablet über Datenvalidierung bis Schnittstellen. Aber was uns ganz, ganz wichtig ist, wir machen eigentlich Software, um Face-to-Face-Fundraiser erfolgreicher und glücklicher zu machen. Das heißt, wir setzen da stark auf Gamification zur Motivation oder Spenderfeedback zur Qualitätssicherung, Trainingsinhalte in der Software und so weiter. Und wenn die Face-to-Face-Fundraiser, also die Dialoger, happy sind, dann sind es auch die Organisationen und dann sind es auch die Projekte letztendlich. Und die Spender genau. Auch. Ja, genau. Also ich glaube, ich verfechte schon lange die Meinung, dass ich sage, wir schaffen es nur, glückliche und zufriedene Spender zu bekommen, wenn wir glückliche und zufriedene Face-to-Face-Fundraiser haben. Und dort setzen wir sehr stark an. Super. Vielleicht kannst du uns noch einen kurzen Ausblick oder so insgesamt geben, wo steht Formonauts gerade? Euer Geschäft wahrscheinlich jetzt gerade überhaupt nicht am Laufen. International geht da irgendwie was? Seid ihr jetzt, fokussiert ihr euch auf Wien wieder oder back to the roots? Oder wie sieht es da gerade bei euch aus? Also wir haben vor kurzem im Homeoffice unseren 6. Geburtstag gefeiert mit einer kleinen Geburtstagsparty über Zoom. Alles schön angezogen im Anzug oder Kleidchen. Und, da habe ich doch ein Foto gesehen, gell? Genau. Ja, ich hoffe, du hast es gesehen. Auf jeden Fall, wir sind aktuell tätig in 8 Ländern, in Österreich, Deutschland, der Schweiz, England, Argentinien und wir haben gerade Starts, die gerade vorbereitet werden in Peru, Ungarn und Rumänien. Das heißt, wir planen bis Ende des Jahres in 10 Märkten zu sein, aber wie du richtig gesagt hast, uns hat die Corona-Krise auch sehr getroffen, sage ich mal. Ich war durchaus geschockt. Wir sind von vielen tausenden Datensätzen, die wir jeden Tag erfassen, runtergefallen auf null, auf zero. Das heißt, all unsere Märkte sind inaktiv, zumindest auf der Straße. Aber das bedeutet nicht, dass Face-to-Face-Fundraiser deswegen gestoppt haben zu arbeiten. Viele unserer Kunden optimieren gerade ihre Arbeit. Das heißt, die nutzen gerade die Zeit, um zum Beispiel neue Trainingsinhalte in unsere Software zu integrieren oder ihre Gamification-Setups zu optimieren oder vielleicht neue Payment-Möglichkeiten zu integrieren in die Kampagnen. Das heißt, wir haben nicht aufgehört zu arbeiten. Also Formonauts ist voll aktiv für unsere Kunden und wir bereiten gerade viele neue Features vor. Wir haben gerade eine Corona-Taskforce gemacht, aber ich glaube, darüber werden wir noch sprechen. Ja, genau, die Corona-Taskforce, das muss ich mir notieren oder du denkst selber auch dran, finde ich ein spannendes Stichwort. Aber so insgesamt, lass uns doch nochmal das Thema von groß angucken. Wird es Face-to-Face-Fundraising denn überhaupt nach Corona geben? Oder wie ist da so deine Meinung, Einschätzung? Du bist ja auch, hast du mir gerade nochmal im Vorgespräch erzählt, als Berater für Face-to-Face-Fundraising unterwegs, als Reinhard Schlossnagel, hat da nichts mit Formonauts zu tun, auch spezialisiert auf Recruiting. Das heißt, da berätst du Organisationen. Wie ist da so die Stimmung? Was bekommst du damit? Wird es Face-to-Face-Fundraising nach Corona noch geben? Ja, es wird ganz sicher Face-to-Face-Fundraising noch geben. Face-to-Face-Fundraising hat viele Krisen überstanden und Face-to-Face-Fundraising, das klingt manchmal fast ein bisschen old-fashioned, ja, aber vor allem im Vergleich zu Online-Fundraising. Wenn wir uns aber die Statistiken anschauen, wie klein der Anteil von Online-Spenden im Vergleich zu Face-to-Face-Fundraising ist, wird relativ schnell klar, dass es Face-to-Face braucht, ganz dringend. Das ist, ich habe vor kurzem ein Interview gehört, da hat ein Charity-Vertreter gesagt, das ist die dort wird das Blut durchgepumpt. Also es geht nicht ohne. Und was wir momentan sehen ist, es gibt Face-to-Face in über 60 Ländern auf der Welt, Tendenz stark wachsend. Ich habe mitbekommen, letztes oder vorletztes Jahr ist Palästina eröffnet worden, Marokko eröffnet worden, also ganz viele neue Märkte. Ein tolles Tool für Dauerspender.
Aktuell ist Face-to-Face fast weltweit down. Meines Wissens nach sind 3 asiatische Länder wieder eröffnet worden. Das ist Japan, das ist Südkorea und das ist Hongkong, soweit ich weiß. Wobei Hongkong, glaube ich, schon wieder reglementiert wurde. Diese Märkte sind bereits wieder gestartet. Das heißt, wir sehen, Face-to-Face gibt es schon wieder. Also da läuft Face-to-Face-Fundraising schon wieder in diesen 3 Ländern. Da läuft wieder Face-to-Face-Fundraising. Natürlich nicht mit den genau gleichen Resultaten, weil etwas weniger Menschen auf der Straße unterwegs sind und man sich an die neue Situation gewöhnen muss. Mhm. Aber das ist genau das. Menschen gewöhnen sich an die neue Situation. Face-to-Face ist unglaublich wichtig. In vielen, in Südostasien gibt es Hilfsorganisationen, sehr, sehr große, die, wo 80% der Einnahmen über Face-to-Face kommen. Das heißt, es braucht Face-to-Face ganz dringend und die Face-to-Face-Fundraiser freuen sich auch schon wieder rauszugehen. Aber Face-to-Face wird sich ändern, das ist glasklar. Dann, wie wird es sich ändern? Lass uns doch da gleich bei bleiben. Ich meine, eine Unterschrift mit 2 Meter Abstand zu machen, stelle ich mir schwierig vor. Brauchst du sehr lange Stifte. ich glaube, es sind 3 verschiedene Bereiche, wo Veränderungen passieren werden. Das erste ist das Thema Verhalten. Und dort können wir auch am schnellsten ansetzen. Und ich glaube, wir sehen ja jetzt gerade alle, wie schnell sich die Menschen gewöhnen dran, sich solidarisieren, zusammennehmen für etwas Gutes, um sozusagen die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Das passiert und funktioniert hervorragend und im Face-to-Face wird das auch sein. Das heißt, es braucht neue Regelungen zum physischen Kontakt. Ja? Face-to-Face-Fundraiser, vor allem in südeuropäischen Ländern haben sehr viel Kontakt. Das ist ja nicht nur das Handgeben, sondern das ist ja auch in den Teams, dass sich Mitarbeiter umarmen und Ähnliches. Das wird sicherlich jetzt einige Zeit lang anders sein und strenger ausgelegt werden müssen. Das heißt, nicht nur im Kontakt mit den Spenderinnen, auch im Kontakt im Team. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Outdoor-Standplätze etwas mehr boomen werden als Indoor-Standplätze, sage ich mal. Das Zweite ist sicherlich das Thema Ausrüstung. Das heißt, das beginnt bei Desinfektionsmitteln, weil nun mal vielleicht Tablets desinfiziert werden müssen oder sonstige Materialien desinfiziert werden müssen. Das Zweite sind Masken bzw. Gesichtsschutz. Mhm. Also mit jedem Face-to-Face-Fundraiser, mit dem ich spreche, der erzählt mir, dass sie bereits geordert haben, große Mengen an Masken oder auch an diesen Gesichts, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, diese kleinen... Diese Schutzdinger davon. Ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, für uns Face-to-Face-Fundraiser, weil Augenkontakt, Mimik, Gestik, das Zusammen, das Begeistern von Personen, das funktioniert natürlich nicht nur mit einer Stimme hinter einer Maske, aber es wird funktionieren müssen. Unter Umständen, was ich auch gehört habe, ist, dass viele nachdenken über neue Infostand-Designs. Aber hier habe ich noch nichts wirklich gesehen. Ja. Aber die Ausrüstung hier, da wird natürlich schon viel vorbereitet. Das heißt, das sind ja Professionalisten auf der Seite von den Hilfsorganisationen, als auch natürlich von den Dienstleistern, den Face-to-Face-Agenturen, und die sind vorbereitet. Und es gibt überall schon Verhaltenskodexe und Ähnliches. Also ich bin da sehr überzeugt davon, dass es gut funktionieren wird. Also das heißt, ganz kurz rein überlegt, also dass dann auch die Infostände anfangen, mit Plexiglasscheiben zu arbeiten, mit irgendwelchen Dazu gibt es schon mehrere Gedanken und Austausch dazu. Ich habe noch keinen Prototypen gesehen, aber ich bin mir sicher, wir werden das auf den Straßen sehen. Ob das wirklich notwendig ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber viele Fundraiser arbeiten auch ohne Infoständen und das wird auch so klappen müssen. Okay. Das Dritte ist Technologie. Zum Glück ist heutzutage Face-to-Face in vielen Märkten voll digital. Da haben auch wir unseren Beitrag sicherlich dazu geleistet. Und was ich sagen kann in der Krise, dass wir sehen, dass wir alle plötzlich mehr auf Technologie und auf Digitalisierung setzen. Das heißt, wir öffnen uns diesem Thema weiter. Wenn ich jetzt denke, in Österreich ist ein großer Push für digitales Lernen. Wie funktioniert die Schule? Bringt das viele Vorteile mit. Und ich merke auch bei einigen unserer Kunden, dass die deutlich noch stärker motiviert sind als sonst, die Digitalisierung voranzutreiben. Und hier gibt es natürlich ein paar Antworten auch. Ja. Eine davon ist Contactless Payment. Das heißt, wir sind es ja schon gewohnt, wenn wir uns einen Kaffee kaufen oder wenn wir uns die Zeitung kaufen oder was auch immer, dass wir mit einer Kreditkarte oder einer Debitkarte Contactless zahlen. Warum passiert das eigentlich bei Face-to-Face nicht? Und die Antwort ist eigentlich eine vielleicht überraschende, weil eben tut es das schon. Wir haben schon dafür Prototypen und sind auch in Testkampagnen draußen. Das Problem ist eher bei Contactless Payment, dass die Fundraiser sich daran gewöhnen müssen, dass sie etwas umändern müssen.
Und ich glaube, das wird jetzt helfen und pushen ein Thema, was sich die Spender längst verdient haben, dieses kanalübergreifende Spenden. Ich musste ehrlich sagen, ich war selbst viele Jahre auf der Straße, ich bin seit 17 Jahren dabei und ich habe nie verstanden, warum wir eigentlich nur SEPA anbieten. Ja. Nur diesen Einzieher, das habe ich nie verstanden. Und ich glaube, das wird jetzt pushen. Das heißt, wir werden sehen, Contactless-Lösungen, Formanauts bietet sowas mit unserem Partner RaiseNow gemeinsam an. Das ist ein Mobile Point of Sale Device, wo man mit Apple Pay, Debitkarte, Kreditkarte contactless Zahlungen auslösen kann. Eine ganz tolle Sache. Wir bieten aber auch in vielen Ländern schon Regular Giving SMS an, schon seit, ich glaube, drei Jahren oder so. Also in England haben wir einige Kampagnen laufen, wo man die Dauerspende mit SMS bestätigt und das von der Handyrechnung abgezogen wird. Auch kein Problem. Also ich glaube, das wird gepusht und das ist positiv. Also auch Update von Corona, das ist gut für die Spender und das wird gut für die Charities und auch gut für die Fundraiser sein. Ja, und also das erlebe ich selber auch, durch Corona werden jetzt viele Innovationen, Entschuldigung, aber das muss ich jetzt so in Anführungszeichen setzen, oder? Jetzt doch nochmal gepusht. Ne? Also die Leute zeigen, sind wohl offener, also die Entscheiderinnen und Entscheider sind dann da teils offener und pushen das selber auch mit. Ich glaube auch, es wird viel positive Innovation rauskommen. Mhm. Was aber spannend ist, ist natürlich das Thema Datenschutz, weil du kannst schnell mal eine Zahlung auslösen, zum Beispiel contactless, aber was ist mit den Daten? Ja, okay. Ich muss mich ja, irgendwo werden ja meine Daten verarbeitet. Und da sitzen die Formanauts gerade in einer Taskforce. Ich habe gerade davor noch ein Video gehabt, wo wir darüber diskutieren, wie wir so schnell wie möglich eine Lösung rausbringen, die den Komfort sozusagen und die Usability berücksichtigen, als auch den Datenschutz, und den wir darauf sorgen können. Also eine Möglichkeit wäre, dass zukünftig vielleicht die Spender auf ihren eigenen Smartphones bestätigen. Das heißt, dass zwar der Professionalist, der Fundraiser am Tablet alles erfasst, die Spende contactless ausgelöst wird, aber es muss irgendwo trotzdem eine Art Bestätigung geben für den Datenschutz, für Rechtssicherheit. Okay. Ja. Das ist natürlich in jedem Markt anders. Ja, also wenn ich mit mit unseren Kunden in Argentinien oder Peru spreche, dann gibt es hier andere Bedürfnisse wie bei unseren Kunden in Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Okay, ja, klar. Du hast, oder ich möchte gerne nochmal mit dir auf das Thema zurückkommen, weil du auch spezialisiert bist im ganzen Recruiting-Bereich und da auch berätst. Was machen die ganzen Dialoger? Jetzt stehen die alle auf der Straße, also nicht auf der Straße, es ist ja für viele eh ein Nebenjob oder eine Nebentätigkeit, aber die sind jetzt alle arbeitslos. Wie ist das gelaufen? Ja, das kommt natürlich auf den jeweiligen Arbeitgeber und auf den jeweiligen Markt drauf an. Mhm. In vielen Ländern gibt es ja Kurzarbeit, auch in Österreich und in Deutschland, soweit ich weiß. Das heißt, dort, wo Fundraiser angestellt waren, sind sie auf Kurzarbeit. Bei vielen Dienstleistern in der Agenturszene hat man keine klassische Anstellung, weil ja auch Fundraiser nicht durchgehend das ganze Jahr arbeiten, sondern die das vielleicht als Ferienjob im Sommer machen. Das heißt, die haben das vielleicht gerade gar nicht gemerkt so stark, weil die große Hauptsaison noch bevorsteht. Okay. Es gibt aber auch diverse Hilfsprogramme, dass ich mitbekommen habe, dass Dienstleister oder Charities für ihre Fundraiser in dieser Zeit da sind. Es gibt natürlich viel aufzuarbeiten, aber du hast recht, das hat einige hart getroffen und es hat vor allem die Dienstleister hart getroffen. Ich möchte auch mal eine Lanze für die Dienstleister brechen, das heißt für die Face-to-Face-Agenturen. Ich weiß, dass Inhouse-Programme eine großartige qualitative Arbeit leisten. Sie sind eine Speerspitze des professionellen Face-to-Face-Fundraisings. Aber der Speer sind immer noch die Agenturen. Das heißt, um das Ganze skalierbar zu machen, braucht es die Dienstleister. Ich kann ja nur aufrufen dazu, dass man als Charity genau in der Zeit, wenn man es noch nicht gemacht hätte, was die meisten schon gemacht haben, Kontakt zu den Agenturen suchen und hier gemeinsame Lösungen letztendlich auch für die Face-to-Face-Fundraiser suchen. Ja, ich sag mal so viele Dauerspender werden heuer nicht mehr geschrieben, wie eigentlich geschrieben werden hätte sollen, wie der Bedarf des Marktes eigentlich ist. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Gelegenheit, als Verein auf seinen Dienstleister zuzugehen, gemeinsam Lösungen zu finden und auch anbieten, den Dienstleister zu unterstützen. Ja, super. Vielen Dank für den Aufruf. Du hattest eben noch was von eurer Corona-Taskforce erzählt. Das würde mich natürlich nochmal interessieren. Und dann kommen wir auch schon langsam aus meiner Sicht zum Ende. Mal schauen, was du dann noch zu sagen hast. Aber was macht eure Corona-Taskforce? Unsere Corona-Taskforce sammelt gerade Informationen und Bedürfnisse von verschiedenen Spezialisten, Anwendern auf unterschiedlichen Märkten. Einschätzungen zum Beispiel von Qualitätsinitiativen oder Fundraising-Verbänden rundum, ist die Unterschrift notwendig, ja oder nein? Und wie sieht es mit den Regulierungen aus?
Und eine der Möglichkeiten ist, dass man schnell auf manchen Märkten die Unterschrift weglässt. Das ist eine Möglichkeit, kommt auf den Markt drauf an, um schnell was zu erreichen. Eine andere ist, was ich vorher schon hier skizziert habe, zu pushen Contactless Payment auf den Märkten, wo die schon ready sind sozusagen, wo auch die Debitkarten genug vertreten sind und die Kreditkarten. Und das andere ist aber, wie ich schon skizziert habe, wir sehen eine Möglichkeit darin, zukünftig vielleicht den Spender auf dem eigenen Device unterzeichnen zu lassen und bestätigen zu lassen. Und das ist etwas, wo wir diese Woche sehr hart dran arbeiten, an einem Konzept. Und ich hoffe, dass ich bald mehr dazu verraten kann, wenn es real wird. Sehr gut. Jetzt noch ein Tipp von dir oder Na, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber wann glaubst du, wann wird euer Geschäft, wann wird das Face-to-Face-Fundraising wieder losgehen können? Oder wie sieht es da bei euch speziell dann auch in Österreich aus gerade? Ja, ich bin leider kein Wahrsager, aber ich versuche mich trotzdem darin. Ich versuche gerade fast jeden Tag mit einem unserer Kunden mich zu unterhalten und Einschätzungen zu teilen. Die meisten hier in Österreich gehen aus von Mai, Juni. Die meisten in Deutschland gehen aus von Juni oder spätestens Juli. Okay. Unsere Kollegen in Südamerika, Lateinamerika gehen davon aus, dass es vielleicht erst mitten im Sommer wieder losgehen könnte. Ich bin mal optimistisch. Amerika schon vorgestern losgegangen wieder? Nein, Entschuldigung, das war ein blöder Spruch. Nein. Politisches lassen wir hier raus. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch. Ich weiß, es braucht Face-to-Face-Fundraising. Mhm. Ich habe mal gelesen, Face-to-Face-Fundraising ist the lifeblood of charities. Das hat, glaube ich, jemand von Oxfam gesagt. Und das ist auch so. Und ich glaube, wir werden in wenigen Wochen die ersten Fundraiser wieder auf den Straßen sehen. Mhm. Du hast mir vorher aber noch eine Frage gestellt zum Thema Recruiting, die ich vielleicht noch ganz kurz beantworten möchte. Recruiting ist für Face-to-Face-Fundraiser gerade eine große Herausforderung und die größte Chance gleichzeitig. Warum ist das so? Recruiting, wie du sicher weißt, sind sehr viele von den Fundraisern, vor allem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, junge Fundraiser. Das sind Menschen, die das neben dem Studium betreiben, in den Ferien oder vielleicht auch mal während der Vorlesungszeit. Und deswegen muss man immer viele Menschen rekrutieren, weil die wieder fertig sind mit ihrem Ferienjob. Und da ist das natürlich jetzt gerade nicht ganz leicht, weil man durch Social Distancing ein bisschen Sorgen vielleicht hat und hier die Conversion Rates retour gehen. Wenn wir aber mittelfristig oder langfristig das Thema beobachten, dann wird es spannend. Face-to-Face-Fundraising braucht viele Mitarbeiter. Und in einer Zeit, wo es steigende Arbeitslosigkeit gibt, kann das, so traurig es ist, auch eine Chance für diesen Sektor sein, weil man sehr qualifiziertes, tolles Personal finden kann, die Gespräche wiederum mit Passanten machen. Ansonsten ist Face-to-Face sollte eigentlich halbwegs krisensicher sein, aber jetzt Corona hat uns ja eines Besseren belehrt, also es kann auch hier eine Krise auftreten. Aber generell Daumen hoch, wir werden bald wieder Face-to-Face-Fundraiser sehen. Super, das war doch ein schönes Schlusswort von dir, lieber Reinhard. Vielen herzlichen Dank. Viel Optimismus, der mir da von dir aus Wien hier nach Zürich rübergeschwappt kommt. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und für die Zukunft alles Gute und hoffentlich bis bald dann richtig mal wieder offline. Danke, lieber Jan. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Baba. Ciao.